Sei produktiv, lebe dein Leben, du gestaltest alles, nimm nichts als selbstverständlich an, denn es ist nicht selbstverständlich, weder das Wasser, das du atmest, noch die Luft, die du trinkst. Hey, heute geht es um etwas, ohne das unser Leben nicht vorstellbar wäre. Luft. Nein. Kohlenstoff. Nein. Oh, das ist schwer. Atome? Komm schon, du weißt das, du erlebst verschiedene Arten davon, jeden Tag. Werbung. Du willst das Männchen wirklich hängen sehen, oder? Ich weiß, dass es um Beziehungen geht, aber ich will das Männchen tatsächlich nur hängen sehen. Frisuren? Beziehungen. Wir reden heute über Beziehungen. Es wäre unrealistisch zu sagen, dass eine Beziehung nicht durch eine Essstörung beeinflusst wird, aber hier müssen wir natürlich zwischen verschiedenen Arten von Beziehungen unterscheiden. Und auch wenn es klar sein sollte, sage ich es jetzt einfach nochmal ausdrücklich. Ich rede hier von meinen Erfahrungen und meinen Gefühlen und Problemen in Beziehungen. Wenn ihr andere Erfahrungen gemacht habt, dann nehmt eure Meinung, packt sie in einen Kommentar und werft sie unter dieses Video. Nicht schüchtern sein. Das bin ich schon für uns beide. Fangen wir also mit der Film-Klischee-bekanntesten Art der Beziehung an. Der Liebesbeziehung. Ich hatte in meinem Leben schon einige Beziehungen, aber keine davon ist wirklich gut verlaufen und es hat sich bei mir auch nie dieses hundertprozentige Verliebtsein-Gefühl eingestellt. Kurz gesagt, ich bin alles andere als ein Experte darin. Dafür bin ich aber ein Experte darin, ungesunde und zum Scheitern verurteilte Beziehungen zu führen. Also so insgesamt würde ich sagen, nur mein letzter Freund war wirklich cool, aber selbst da hat die Beziehung nicht gehalten. Aber ich habe gehört, dass wenn man dauernd Beziehungen führt, die auf dieselbe Art verlaufen und enden, dann liegt es immer an den anderen. Aber dafür kann ich Zimmerpflanzen am Leben halten, das kann nicht jeder sagen. Spusis also, was? Ich glaube, Spusis sind eher Affären und keine Beziehungen. Spusi. Wienerisch ist schon echt cool. Sie sind auf jeden Fall nicht einfach, Beziehungen, denn nicht nur muss man sich selbst auf jemand anderen einstellen, man neigt auch noch dazu, seine eigenen Wünsche und Erwartungen in den anderen hinein zu projizieren. Das führt natürlich zu Problemen, denn der andere ist ein Mensch und kein Roboter, der gedankenlos all deine Wünsche erfüllt. Beziehungen sind also nicht einfach. Kommt aber noch eine Essstörung dazu, ja dann geht der Spaß richtig los. Denn nicht nur bemängelt man sich selbst dauernd, man quält sich auch mit diesen "Warum ist er mit mir zusammen? Ich bin doch so wertlos" Gedanken. Oder mit denen "Ich will Schluss machen, aber ich kriege es nicht hin, deswegen leide ich still vor mich hin und kotze mir die Seele aus dem Leib" Gedanken. Es sind sehr lange Gedankengänge, wie ihr hört. Und im Gegensatz zu den anderen Arten der Beziehungen kommt hier noch die sexuelle Komponente hinzu. Oh mein Gott, sie hat Sex gesagt! Ich weiß, regt euch ab. Ich habe lange Zeit, und jetzt rede ich mal einfach sehr, sehr ehrlich, Sex nie wirklich genießen können. Es hat mir einfach keinen Spaß gemacht und mein erstes Mal war auch sehr... Und ich habe auch bei meinen ersten beiden Freunden immer so getan, als ob, damit ich einfach schneller wieder meine Ruhe hatte und ich mich unter der Decke bzw. in meinem Gewand verstecken konnte. Ich fühlte mich nicht wohl, nackt zu sein, und ich fühlte mich auch beim Sex nicht besonders wohl. Mag vielleicht auch daran liegen, dass mein erster Freund kein Blatt vor den Mund genommen hat und mich hat wissen lassen, dass er mich dick findet. Das war super. Aber wenn ich so im Nachhinein drüber nachdenke, vielleicht fand ich den Sex mit diesen Leuten auch deswegen nur so ekelhaft, weil ich die Leute an sich einfach nicht so wirklich hundertprozentig gemocht habe. Aber das ist eine lange Geschichte und dieses Video soll nicht doch länger werden, als es schon ist. Wie ihr also heraushören könnt, war ich nie über beide Ohren verliebt. Beziehungsweise nicht über längere Zeit. Für mich war die Essstörung die meiste Zeit eigentlich nur eine Art Flucht vor einer schlechten Beziehung. Dazu kommt auch noch, wenn man sich dauernd mit anderen Frauen vergleicht. Das ist genial. Und man ist dann auch so hypersensibel, denn wenn der Freund auch nur eine Frau anschaut, so ein bisschen, das triggert alles. Oh mein Gott, ich bin hässlich und wertlos. Er will mit ihr schlafen und nicht mit mir. Das ist komisch, dabei bin ich nicht wirklich eifersüchtig. Ich glaube, ich bin einfach nur unsicher. Auf jeden Fall war es für mich immer eine Art Flucht und da hätte ich mir wirklich andere Methoden aussuchen können, mit der Situation zurechtzukommen. Zum Beispiel rechtzeitig Schluss machen. Und nicht erst ein paar Monate, nachdem er Nacktfotos seiner Freundin am Handy meinen Geschwistern gezeigt hat. Ernsthaft? What the fuck? Im Nachhinein schäme ich mich so dafür, dass ich überhaupt mit jemandem zusammen war, der so ist. Die Essstörung triggert auf jeden Fall sehr viele Unsicherheiten, die in einem drin sind. Und ich denke, da kann das Gegenüber noch so nett und fürsorglich sein. Man zweifelt einfach ständig an sich. Bin ich gut genug? Sehe ich gut genug aus? Bin ich nett genug? Bla bla bla. Anstatt dass man einfach mal ist, wer man ist.
und schaut, ob es klappt. Familienbande. Ah ja, die Familie. Das sind die Leute, mit denen wir verwandt und aufgewachsen sind. Die uns Halt geben, die uns unterstützen und mit denen wir Weihnachten retten können. In Hollywood-Filmen, in echt, ist es viel komplizierter. Denn nur weil man verwandt ist, heißt das nicht, dass man mit jedem gut auskommt. Vielleicht mag man seine Eltern nicht, vielleicht ist man mit seinem Bruder zerstritten oder man mag seine Großtante Erna nicht, weil sie Weihnachten gestohlen hat. Und wenn dann das hier passiert... Mama, Papa, darf ich euch vorstellen? Das ist Bulimie. Was geht? Dann wird es richtig schwer, denn bei einer Essstörung gibt es immer diese Phase, bei der man einfach nur seine Essstörung haben will. Man will doch nicht mehr, lasst mich einfach in Ruhe, Leute. Doch das Problem ist, wenn die Familie längere Zeit nichts tut, dann beginnt es zu schmerzen und man fragt sich, warum kümmert sich gerade meine Familie nicht um mich? Sie sehen doch, dass es mir schlecht geht, oder geht es mir noch nicht schlecht genug, dass sie es sehen? Wenn sie auf der anderen Seite dann etwas sagen, kontert man das auch schnell mit einem "Lasst mich doch in Ruhe" ab. Es ist für Außenstehende und Angehörige nicht gerade einfach, etwas richtig zu machen. Vor allem, wenn dann die Kommunikation beginnt zu bröseln oder im allerschlimmsten Fall überhaupt abbricht. Und falls ihr euch jetzt fragt, was Angehörigen so durch den Kopf gehen könnte, in diesem Video habe ich meinen Vater und meinen Bruder zu dem Thema hochprofessionell interviewt. Den Link findet ihr entweder hier oder in der Videobeschreibung. Und vielleicht hilft euch das auch in eurer Situation weiter. Und wir tun ihnen auch weh in Weisen, in denen es uns gar nicht bewusst ist. Nicht weil wir es wollen, sondern weil wir es einfach nicht wissen. Es ist für die Familie auf jeden Fall nicht einfach. Habt also Geduld mit ihr. Sie tun ihr Bestes. Außer Großtante Erna. Verdammt! Freundschaften! Bitte stirbt nicht. Heb dein Köpfchen. Okay, mal wieder ganz, ganz ehrlich. Ich habe nicht wirklich Freunde. Das heißt... Ich lerne schon Leute kennen, aber ich stehe niemandem so wirklich nahe, weil ich... Ernsthaft, keine Ahnung. Es fällt mir sehr schwer, mich den Leuten zuzumuten. Oder einfach mal anzurufen. Oder eine SMS zu schreiben. Ich bin einfach nicht gut darin, unschüchtern zu sein. Deswegen kann ich nicht so viel zu Freundschaften und dem Einfluss der Essstörung darauf sagen. Was ich natürlich dazu sagen kann. Ich habe mich durch die Essstörung wahnsinnig abgeschottet, denn wie kann jemand, der so aussieht wie ich, auch nur daran denken, rauszugehen? Dadurch habe ich mir aber wahnsinnig viele Möglichkeiten genommen, Freunde zu finden und Freundschaften zu erhalten. Wenn ich also was dazu sagen kann, dann, dass mich die Essstörung noch einsamer gemacht hat, als ich es schon war. Und falls ihr neugierig seid, ja, es gibt Leute in meinem Umfeld. Aber ich würde niemanden wirklich als Freund bezeichnen, da ich einfach... Ich sehe die Leute nicht so oft, aber vielleicht verstehe ich einfach auch den Begriff Freund nicht so wirklich. Also nicht im Sinne von Freund, ich meine eher im Sinne von Freund so, hey Kumpel, was geht? Ab wann ist man ein Freund? Ab wann hat man einen Freund? Ich weiß es nicht. Und zuletzt natürlich die Beziehung zu sich selbst. Nichts tut so weh, wie eine schlechte Beziehung zu sich selbst zu haben. Denn das tut stetig weh. An jedem Tag, in jeder Situation. Man fragt sich, warum der Freund oder die Freundin einen liebt. Man hat Verständnis, wenn die Familie nicht über die Essstörung reden will, weil man es ja nicht wert ist. Und wenn ein Freund ein Treffen absagt, dann nicht, weil, wie er gesagt hat, er krank ist, sondern weil man genau weiß, wie unausstehlich man doch ist. Das Erstaunliche ist hier, dass man es nicht gesagt bekommt, sondern dass man es einfach annimmt. So wie... Am Morgen geht die Sonne auf. Denn warum sollte das Gegenteil zutreffen? Doch nicht nur verletzen wir uns selbst dadurch, wir legen den anderen auch noch Worte in den Mund, die sie so vielleicht gar nicht sagen würden. Oder nicht mal denken würden. Was aber, wenn man es gesagt bekommt? Wer unter einer Essstörung leidet, kann schlecht die Meinung anderer so leicht abschütteln. Und wenn er es probiert, versucht es vielleicht mit dem falschen Mittel. Ich bin ein großer Freund von Selbstreflexion, also zu überlegen, was habe ich zu dieser und jener Situation beigetragen. Denn es ist sehr wichtig, ehrlich zu sich zu sein. Mir wurde auch schon oft bei Therapien und Beratungsterminen gesagt, sie klingen wirklich sehr reflektiert. Was ich schon so oft gehört habe, dass es sich nicht mehr wie ein Kompliment anhört. Aber man muss sich auch nicht ständig Gedanken drüber machen, denn manchmal sagen Leute einfach dumme oder unüberlegte Sachen. Ich habe in Rage auch schon furchtbar oft Sachen gesagt, die mir im Nachhinein wirklich leid taten. Und natürlich sagen Menschen auch manchmal etwas mit der Intention, uns zu verletzen. Jeder benimmt sich manchmal wie ein Arsch. Heute lernt ihr Wienerisch. Gspusi und Arsch. Verbreitet die Wörter. Hashtag Gspusi und Arsch. Ihr habt eh ausgeschüttet. Wann ist das passiert? Aber eine gute Beziehung zu sich selbst zu haben, bedeutet auch, sich selbst trösten zu können, sich selbst zum Lachen zu bringen und sich selbst
aushalten zu können. Denn wenn man alleine mit jemandem ist, der einen nur fertig macht und man sieht auf und merkt, dass man ganz alleine in einem Raum ist, dann, meine Lieben, sollte sich was ändern. Denn egal, ob du es jetzt gerade glaubst oder nicht, du bist es wert, dass es dir gut geht. Und es mag jetzt so wirken, als ob ich das jetzt nur sage, um irgendwen, der sich diese Videos anschaut, aufzumuntern. Doch ich weiß genau, wie sensibel Menschen sind, die unter einer Essstörung leiden. Und ich kann so gut mit euch mitfühlen, wenn ich eure Kommentare lese. Und am liebsten würde ich zu jedem einzeln hingehen und es euch ins Gesicht sagen. Einfach, weil ich genau weiß, dass ich mir das damals oft gewünscht hätte, dass einfach jemand zu mir kommt, mir in die Augen sieht und sagt, Lena, du bist es wert. Womit wir zur letzten Art von Beziehungen kommen. YouTuber-Beziehungen. Das sind die Arten von Beziehungen, die auf diesem Kanal zum Beispiel am Montag und am Freitag erlebt. Und wer sich in so einer Beziehung befindet, der hört oft die Sätze, hoffe es hat euch gefallen oder wir sehen uns am Montag im Kommentarvideo. Sind diese Beziehungen ungesund? Nein, das sind sie nicht. Und ich würde euch sogar raten, zu überlegen, ob ihr sie nicht vielleicht sogar langfristig anlegen wollt. Ich glaube, einmal zwinkern hätte gereicht. Cooler Abschiedsgruß.